Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zum Ausblick paneuropäischer Zerstörer. Wir haben eine neue Linie, die Wargaming vor kurzem vorgestellt hat und jetzt wollen wir sie mit euch einmal kurz besprechen. Versucht so kurz und bündig wie möglich zu machen, dass wir hier nicht oder dass ihr nicht so viel Zeit verbringen müsst mit diesen und trotzdem alle wichtigen Informationen bekommt. Also in der nächsten Supertest-Session werden die wohl hinzugefügt, also möglicherweise über die Weihnachtszeit darf ich die dann unter anderem auch in Streams fahren, hoffe ich zumindest. Schauen wir mal, es gehören polnische, österreich, ungarische und schwedische Schiffe in den Forschungsbaum rein und prinzipiell sollen es sehr schnelle Torpedos sein, die relativ geringen Schaden machen, aber eine große Reichweite haben. Die Artillerie wird effektiv im Nahkampf sein, aber trotzdem schwächer als die von Kanonenbooten. Ne? Ihr habt meistens einen Turm weniger oder zwei Türme weniger, so eine Sachen. Geschwindigkeit der Zerstörer wird relativ gering sein, ist aber boostbar. Ja? Also Motorboost wird es geben, 8%. Eine gute Flugabwehr werden die Schiffe wohl haben, eine Reparaturmannschaft und es wird keinen Nebelwerfer geben. Hier haben wir schon den T1-Vertreter, Kreuzer. In dem Fall, ihr kennt es, das ist ein polnischer Vertreter, die Greif. Gibt einen nichts Besonderes dazu zu sagen. 20 Kilometer ist die höchste, also 20 Knoten ist die Höchstgeschwindigkeit, 7,5 Oberflächenerkennbarkeit, 4 Türme, 120 mm haben wir drauf, 4,5 Sekunden Ladezeit. Wir haben nur HE und 7.500 Trefferpunkte. Ihr seht die Grafiken auch immer an der Seite eingeblendet. Also könnt ihr da auch nochmal die Werte nachlesen, die euch jetzt noch fehlen. Hier Stufe 2, die Tatra. Ist ein österreich-ungarisches Schiff nach meinem Kenntnisstand. 8.100 Trefferpunkte ist ein ganz guter Sprung, wenn man dann mal so guckt, dass die nächsten Schiffe sogar weniger Trefferpunkte haben sollen. Wir haben hier nur zwei Guns und zwei Torpedowerfer drauf. Die zwei Torpedowerfer mit drei Rohren, ja, 5.100 Alpha-Damage, 8 Kilometer ist die Reichweite. Ne? Das muss man schon mal sagen, kurze Nachladezeit, so wie für die Tierstufe üblich, 32,5 Knoten schnell. Oberflächenerkennbarkeit 6,2, Motorboost und Schadensbegrenzungsteam haben wir dann hier als Verbrauchsmaterial. Motorboost ist anscheinend unbegrenzt benutzbar. Ne? Hier gibt es keine Aufladung, die dahinter erwähnt werden bei dem Artikel. Also ja, interessante Sache. Bei den Guns, wie gesagt, 9,1 Kilometer HEAP, 1450 Alpha Damage, 1650 Alpha Damage bei AP. 6% ist die Brandwahrscheinlichkeit übrigens bei den HE-Granaten. Die Türme drehen recht langsam mit 18 Sekunden, Ladezeit sind 5 Sekunden. Dann kommen wir schon zu T3, die Romulus. 7700 Trefferpunkte, wie eben schon erwähnt, hat die also 400 Trefferpunkte weniger, schießt 400 Meter weiter. Die HE-Granate hat ein bisschen mehr Schaden, 250 Punkte mehr. Die AP-Granate kriegt 350 Punkte mehr im Vergleich zum T2-Schiff. Die Ladezeit steigt allerdings auch und wir haben hier einen Turm mehr. Ne? Das hier, vorher waren es 2x 100 mm auf T2, auf T3 haben wir drei Türme A1 Rohr mit 120 mm. Also das Kaliber steigt und so weiter. Deswegen muss auch die Nachladezeit steigen wegen dem Balancing. Einmal. Dann auch hier wieder langsame Turmdrehzeit. Das gilt zu erwähnen. Wir haben einen Werfer mit zwei Rohren und einen Werfer mit vier Rohren. Die seht ihr hier in der Mitte. Die machen 5100 Alpha Damage, ist das gleiche. Kilometer Reichweite, Geschwindigkeit, Nachladezeit, alles identisch mit der Tier 2 Stufe. Erkennbarkeit 1,2 Kilometer. Maximale Geschwindigkeit des Schiffes, das ändert sich. 34 Knoten statt 32,5. Und ja, Oberflächenerkennbarkeit 6,9 Kilometer, die steigert sich dann eben auch. Oder Stellzeit, glaube ich, auch 2,1 Sekunden dann. Ja, das fehlt mir jetzt hier gerade als Anzeige. In der Grafik, die ich euch einblende, wird die Ruderstellzeit dann dabei stehen. So, und dann sind wir bei der Class Horn. 8000 Trefferpunkte, das sind immer noch 100 weniger als der T2-Stufe. Und wir haben bei der Hauptbatterie einmal einen Turm mit zwei Rohren. Das wird dann wahrscheinlich nach hinten gerichtet sein. Und wir haben dann zwei Türme, ein Rohr hier und da. Jeweils 120 mm Kaliber. 9,5 Kilometer ist die Schussweite. Das ist genauso wie auf T3. HEAP ist deckungsgleich, ändert sich überhaupt nichts, auch bei der Turmdrehzeit nichts, überall alles gleich. Bei den Torpedowerfern, da ändert sich was. Da haben wir nämlich dann 2 mal 3 Rohre, 7533, also der Alpha-Damage steigt um über 2400 Punkte. Die Reichweite ist dann mit 9 Kilometer angegeben, 65 Knoten sind dann die Torpedos schon schnell, also 10 Knoten haben sie extra bekommen, Nachladezeit 15 Sekunden steigert. Sonst gibt es hier noch eine Steigerung bei der Höchstgeschwindigkeit, 37,8 Knoten. Oberfläche, Erkennbarkeit steigert sich auch, 7,1 Kilometer, das war auf T3 noch bei 6,9.
Und als Verbrauchsmaterialien haben wir Transportsystem und Motorboost. Dann kommen wir zu T5, auch wieder ein schwedischer Vertreter, die Wisby. Und da gibt es die Hauptbatterie ein Turm mit einem Rohr und zwei Türme mit zwei Rohren, 120 mm. Also wird es hier wahrscheinlich einen Turm mit zwei Rohren geben. Da ist natürlich ganz klar zu erkennen. Und hier oben drauf haben wir dann nochmal einen Turm mit einem Rohr. Auch die Reichweite 9,5 Kilometer, 1700 und 2200 ist jetzt der Alpha Damage, HE und AP. 8% Brandwahrscheinlichkeit haben wir hier. 6,5 Sekunden Ladezeit und wir haben Torpedowerfer dabei. Zwei Werfer, A3 Rohre, die sind deckungsgleich mit dem, was wir schon auf dem T4 Schiff dabei haben. Komplett, aber es wird erstmal eine Luftabwehr erwähnt, die hier 91 kontinuierliche Schaden auf der Kurzstrecke macht und 67 auf der Mittelstrecke. Bis 3,5 Kilometer reicht hier die Luftabwehr. Dann kommen wir hier zu dem wahrscheinlich schnellsten Schiff der europäischen Zerstörer. 39 Knoten schnell Stock, das heißt mit Motorboost. Und der Sierra Mike-Flagge kommen wir hier locker über 40 Knoten, sind aber 7,1 Kilometer zu Wasser erkennbar und zur Luft gehen wir 2,8 Kilometer auf. Wir haben hier Schadensbegrenzungsteam, Motorboost. Und dann kommt Slot 3, nämlich eine Reparaturmannschaft, die 10 Sekunden lang aktiv ist und 1% der Gesamttrefferpunkte des Schiffes wiederherstellt. Davon haben wir im Premium-Verbrauchsmaterial 2 Aufladungen, brauchen 80 Sekunden Cooldown. Und 1% sind ja dann 96 Trefferpunkte, die ihr da wiederherstellt. Also 960 könnt ihr wiederherstellen in einem Reparaturzyklus. Da könnte natürlich die India-Delta-Flagge noch dazukommen, gibt es nochmal 20% mehr Trefferpunkte. Ne? Das kann man erwähnen. Also ist das Highlight zum einen, dass die Torpedo, also dass ihr mehr Torpedos habt, 2x3 nämlich, die 9 Kilometer weit schwimmen. Das ist hier toll an dem Zerstörer, würde ich sagen. Auch wenn es auf T4 schon gleich ist. Aber wir kriegen halt eben die Reparaturmannschaft. Das wird die Überlebensfähigkeit relativ gut steigern. Und dann kommen wir zum T6-Zerstörer, nämlich der Westeros oder so in der Art, müsste man die wohl aussprechen. Ja, das sind dann 12.100 Trefferpunkte, 3 Türme, A2-Rohre, 120 mm, also konstant verteilt. Haben wir also 6 Mumpeln, die wir da benutzen. 9,9 Kilometer können wir weit schießen. Die restlichen Werte sind identisch mit der Tierstufe davor. Torpedowerfer auch ident. Nur die Reichweite steigt um 10 Sekunden auf 10 Kilometer und die Nachladezeit steigt um, lass mich ganz kurz gucken, nee, die steigt auch nicht, die bleibt bei 55. Also auch soweit klar, aber die Reichweite ist nochmal ein Kilometer mehr, das kann man schon mal sich drüber freuen. Dann die Flugabwehr, Kurz- und Mittelstrecke, ja, da haben sie wahrscheinlich sich vertippt, würde ich sagen, kontinuierliche Schaden auf der Kurzstrecke 18. Wenn wir vorher sogar eine Tierstufe vorher 91 hatten, könnte ich mir hier vielleicht 81 vorstellen oder so. Aber das ist wohl der Wert. Bis 3,5 Kilometer Reichweite, 7,7 Kilometer zu Wasser erkennbar. Und ja, dann gibt es wieder 3 Slots. Schadensbegrenzungssystem, Motorboost, Reparaturmannschaft. Das ist alles soweit ident zur Vorstufe. Hier Stufe 7 ist dann die Skane oder wie sie ausgesprochen werden soll. Oder Skane oder irgendwie so. 13.000 Trefferpunkte. Wir haben hier jetzt plötzlich nur noch 2 Geschütztürme, also ein weniger als auf der Tierstufe davor. Aber jeder Turm hat 2 Rohre, 120 mm, 10,1 Kilometer schießen wir weit. Der AP-Schaden verringert sich auf 2150 Trefferpunkte. AE bleibt gleich, Brandwahrscheinlichkeit sinkt um 1% auf 7%. Dann haben wir aber eine sehr kurze Nachladezeit. Das ist nämlich euer Bonus hier, 3,5 Sekunden. Und ihr könnt ja schon ein bisschen was machen nachher mit den Pillen. Schießgrundausbildung zum Beispiel bringt 10%, je nachdem, wenn ihr sie auf ganz skillen wollt überhaupt. Ja, Sigma-Wert 2.0, das ist alles dann gleich. Turmdrehzeit ist recht langsam mit 18 Sekunden angegeben. Ob die Türme sich um 180 Grad wenden können, ist im Moment unbekannt übrigens. Ne? Gerade wenn es dann nur 2 Türme gibt bei den DDs, sind ja 180 Grad Wendungen durchaus mal drin, jetzt beispielhaft. Torpedowerfer sind von der Anzahl her gleich, 2 Werfer, 3 Rohre. Wir haben 7533 Alpha Damage. Wir schwimmen jetzt aber schon 12 Kilometer weit im Vergleich vorher zu 10 Kilometern. Ne? Und wir sind nochmal 11 Knoten schneller geworden, 76 Knoten schnelle Torpedos. Also richtig krasse Mini-U-Boote, kann man sagen, die eine tödliche Ladung transportieren. Dann haben wir hier eine Flugabwehr, Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Die kann sich sehen lassen. 39, 67 und 70 kontinuierlichen Schaden.
6 Kilometer, also die Reichweite auf T7 ist schon richtig, richtig gut. Dann haben wir 35 Knoten Höchstgeschwindigkeit, jetzt werden die Boote wieder langsamer. Erkennbarkeit zu Wasser 7,7, zur Luft 3,5, im Nebel stehen und schießen 2,8 Kilometer. Dann bei den Verbrauchsmaterialien gibt es keine Änderung. Schadensbegrenzungssystem, Motorboost und Reparaturmannschaft. Die Werte sind soweit ident. Dann geht es weiter mit der Öland. Ja, so muss man sie wohl ausdrücken. 14.100 Trefferpunkte. Auch die Geschütze bleiben gleich. 10,1 Kilometer ist die Reichweite. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen, ich schiebe mal noch mal so ein bisschen hoch. Ist alles soweit ident. Auch der Alpha-Damage, die Turmdrehzeit, die Ladezeit, alles gleich. Also brauchen wir auf die Geschütze gar nicht weiter eingehen. Torpedowerfer haben wir auch soweit identisch, bis auf den Alpha-Damage. Wir haben nämlich 2 Torpedowerfer, 3 Rohre, Alpha-Damage 10.700 pro Torpedo. Die Nachladezeit beträgt 70 Sekunden und wir haben 76 Knoten schnelle Torpedos, die 12 Kilometer weit schwimmen. Also das ist wirklich eine sehr interessante Waffe, muss man sagen, in dem Fall. Die Flugabwehr kann sich wirklich sehen lassen. 46, 161 und 63 Kilometer Schaden. Kurz-, Mittel- und Langstrecke. 4 Explosionen bis 6 Kilometer Reichweite auf jeden Fall. Geschwindigkeit ist gleich. Oberflächenerkennbarkeit steigert sich weiter auf 8 Kilometer. Luft 3,5 und im Nebel stehen und schießen 2,9. Ja, Reparaturmannschaft ist hier dabei. Das bleibt alles gleich. Auch die Dauer mit 10 Sekunden ist gleich. Aber wir kriegen einen vierten Slot dazu und der bringt euch Überwachungsradar, was 15 Sekunden lang aktiv ist, 7,5 Kilometer Schiffe aufklärt, 120 Sekunden ist die Ablenkzeit im Premium-Verbrauchsmaterial und ihr habt 3 Aufladungen Premium. Und dann kommen wir schon zur Tierstufe 9, Östergötland. So wird sie dann wohl heißen. 15.800 Trefferpunkte bringt das Schiffchen mit. 2 Türme, auch hier wieder. Aber hier verändert sich ein bisschen was. Ihr könnt 100 Meter weiter schießen. HE und AP ist gleich. Nachladegeschwindigkeit 3 Sekunden. Also eine halbe Sekunde schneller als auf T8. Und ja, der Rest bleibt wieder weitestgehend unverändert. 850 Meter pro Sekunde sind die Projektilgeschwindigkeiten. Aber bei den Torpedowerfern, da wird es interessant. Ein Werfer mit 3 Rohren und ein Werfer mit 5 Rohren. Also 8 Torpedos könnt ihr hier zeitgleich im Wasser haben, mehr oder weniger. 10.700 ist der Alpha-Damage, das ist soweit ident, aber die Nachladezeit 90 Sekunden statt 70. Also ladet ihr hier langsamer nach, habt ja ein paar mehr Torpedos dafür. 15 Kilometer ist hier die Reichweite. Wow, wow, wow. Also mit 86 Knoten sind die Torpedos unterwegs. Auch da gibt es nochmal einen Boost, also hier Torpedowerfer kriegen hier nochmal einen deutlichen Plus. Flugabwehr, nur Mittel- und Langstrecke, aber die hat es in sich. 326 kontinuierlicher Schaden. Und bei der Langstrecke 70 und 4 Explosionen gibt es. Ja. Geschwindigkeit 35, Ruder 3,7, erkennbar Wasser 8 Kilometer, ist ident mit dem Schiff auf der Tierstufe 8. Auch die ganzen Werte hier sind soweit ident, nur bei der Reparaturmannschaft. Da gibt es in Slot 3 eine Verbesserung. Ihr könnt die nämlich 4 Sekunden länger benutzen, also 14 Sekunden. Und 1% stellt ihr weiterhin her. Also 158 pro Sekunde, 14 Sekunden. Also ganz ordentlich. Bin ein Zerstörer, wohlgemerkt. Ne? Dann geht es weiter auf T10, die Halland, die wir da haben. Vieles deckungsgleich. Reichweite steigert sich um 200 Meter auf 10,4 Kilometer. Der Wert der AP-Granate senkt sich um 50 Punkte auf 2100 glatt. 825 Meter pro Sekunde ist hier die Mündungsgeschwindigkeit nur, also 25 Meter pro Sekunde langsamer. Dafür steigt die Ladezeit, also die Nachladegeschwindigkeit steigt auf 2,5 Sekunden pro Sekunde. Also sie lädt schneller nach. Ne? Dann haben wir Torpedowerfer, 2 Stück, A5 Rohre. Und die haben 10.700 Alpha-Damage, Reichweite 15, 86 Knoten. Und die Nachladezeit steigt auf 110 Sekunden, also schon fast 2 Minuten. Da könnte sich dann die Torpedo-Bewaffnungskompetenz sogar schon wieder lohnen. Müssen wir mal gucken. Also, ob das nachher wirklich so bleibt, meine ich. Dann Mittel- und Langstrecke, auch 337, 140 kontinuierlicher Schaden und 6 Explosionen. Bis 6 Kilometer raus reicht die Flugabwehr. Also, ihr merkt schon, die Zerstörer haben es auf jeden Fall in sich, muss man ganz ehrlich sagen, von der Flugabwehr her.
Reichweite, maximale Geschwindigkeit 35 Knoten, Ruderstellzeit 4,3 und ihr seid 8,9 Kilometer zu Wasser, erkennbar zur Luft 4 Kilometer und im Nebel stehen und schießen macht euch 3,3 Kilometer weit auf. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir hier Schadensbegrenzungsteam, Motorboost, Reparaturmannschaft, auch wieder mit 14 Sekunden Dauer und Überwachungsradar. Ne? Wie gesagt, die Standdauer des Überwachungsradars 15 Sekunden, man muss ja halt jetzt sehen, es gibt ja diesen Zeitversatz, bis das Schiff auch für andere aufgezeigt wird. Ja? Weiß ich nicht genau, das hat man haben die vielleicht so 11 Sekunden, wo sie drauf schießen können oder so. Naja, ich weiß nicht, ob das so der letzte Ratschluss ist. Das muss getestet werden. Dafür ist ja da. Und dann gibt es hier noch einen T-10-Zerstörer, der auf der Halland quasi basiert. Ist quasi das gleiche Schiff, nur dass es hier bei der Smallland ein Überwachungsradar gibt und dieser DD sich wohl sehr auf die Torpedos oder eher auf die Torpedos fokussiert. Dafür kriegt man eben den Bonus, dass das Schiff 1 Kilometer weniger weit sichtbar ist. Also wir haben hier komplett gleiche Werte von der Hauptbatterie, von den Trefferpunkten her bei den Torpedos. Da ändert sich was. Da haben wir nämlich jetzt Einwerfer A3-Rohre und Einwerfer A5-Rohre. Während wir bei der Halland ja eben noch zwei Werfer A5-Rohre hatten. Ja, also wir verlieren hier sogar zwei Torpedos. Wir laden hier genauso schnell nach, also eigentlich genauso langsam, nämlich 110 Sekunden. Die Torpedos schwimmen so weit mit 15 Kilometer genauso. Und dann haben wir die Geschwindigkeit mit 86 Knoten angegeben. Flugabwehr ist ident. Alles ist identisch, bis auf die Oberflächenerkennbarkeit. Mit 7,9 Kilometer kommt er dann halt schon wieder fast an die 6 Kilometer ran von der Tarnung her. Und was natürlich auch nicht identisch ist, ist Slot 4. Das Überwachungsradar fehlt, das hatte ich ja eben schon gerade schon gesagt. Ja, und dann sind wir einmal durch diesen europäischen Zerstörerbaum. Wie gesagt, die Smallland wird ein Premium-Dampfer sein, wie man den auch immer dann bekommt, ob durch Kohle, ob durch irgendwelche Aufgaben, die man dann erfüllen muss, wenn die Zerstörer eingeführt werden. Oder vielleicht wird es doch ein Stahlzerstörer, keine Ahnung, wer weiß das schon. Auf jeden Fall ist das nochmal das, was zu erwähnen gilt. Ich denke, die paneuropäischen Zerstörer, die jetzt dann hier vorgestellt wurden, werden es auf jeden Fall in sich haben, weil ihr halt keinen Nebel habt, um euch zurückzuziehen. Das ist doch immer ein Ticken einfacher, einen Zerstörer mit Nebel zu fahren. Selbst wenn man die Wand nur zum Abhauen legt, ist man ja so lange nicht erkennbar. Bei diesen Zerstörern wird es anders sein. Ne? Die sehen so ein bisschen wie die Franzosen, haben nicht so ganz starke Guns, also kleineres Kaliber, laden dafür schneller nach, haben keine kurzlaufenden Torpedos, aber sie sind genauso schnell wie die Franzosen, sogar teilweise noch schneller, aber haben eine große Reichweite. Also es gibt so ein paar Konträre, so ein paar Gegensätze zu den französischen DDs. Die Franzosen fahren schnell als DD und können relativ weit schießen, haben mehrere Guns. Die paneuropäischen schwimmen eher langsam, haben weniger Guns. Ja, also eine Sache. Und auch die Reichweite der Guns ist von Hause aus nicht so groß wie die der Franzosen. Das ist das, was so für mich so erstmal haften bleibt. Wir werden sowieso sehen, wie die DDs sich verändern. Ihr werdet sie bei uns dann in den Livestreams natürlich sehen oder in dem einen oder anderen Video, wo ich euch die DDs dann einmal so ein bisschen Action zeige vielleicht. Müssen wir dann schauen. Aber das soll es von dem Infovideo hier gewesen sein, von dem Ausblick. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was mitgeben und ihr konntet euch so ein bisschen eine Meinung bilden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet oder von den Schiffen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Sonst immer Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke drücken und so weiterempfehlen, wenn euch das gefällt, was wir hier tun. Und dann sage ich danke und wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf unserem YouTube-Kanal. Ciao, ciao, euer Andi, euer Seekost-Team. Ciao, ciao. Thank you.